Ja, also ich finde das Interview ja mega geil mit der Michaela, weil ich erstmal gemerkt habe, das, was ich immer so gedacht habe, hat sich gar nicht bestätigt, weil ich mal wirklich hinter die Kulissen geguckt habe oder habe gucken können. Ne? Das ist halt schon ein großer Unterschied, wenn man mal so ein bisschen ein paar Sachen hinterfragt. Und sie hat auf jeden Fall sehr Ahnung vom Showbusiness, finde ich mega geil. Ne? Ja. Und ja, freue mich, euch auf jeden Fall diesen Content geben zu können, weil das bekommst du halt in dieser Art und Weise selten aufgetischt. Ne? Ja. Ja, es ist viel wertvoller, die Informationen von der Person persönlich zu bekommen, ja, als sich das nur anzuhören und zu glauben, was die Medien halt immer erzählen wollen, ja, was sie glauben zu wissen. Deswegen ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Video, ja, und geiler Inhalt. Freut euch drauf. Ja. You've been hit by a smooth. So, bist du ein bisschen lieber bei Facebook oder Instagram? Ich hasse Social Media, wenn ich ehrlich bin. Sehr geil, ja. Weil ich gerne einfach ein Mensch bin, der noch gerne lebt. Ja. Ja, willkommen am Filmset. Ja, Michaela, wie hat dir das Interview gefallen? Ja, mir hat es natürlich sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich mag natürlich sehr gern engagierte, motivierte, junge Künstler. Natürlich, ja. Cool. Jugend ist die Zukunft. Und ja, ja, aber macht dich natürlich darauf gefasst, dass es noch viele Jahre dauern kann, ne? Den bis es dann wirklich klappt. Ja, ich bin schon sehr schmerzfrei. Nee, und ich werde da auf keinen Fall aufgeben. Also das ist echt meine Passion und ich ziehe das durch. Genau, das ist wichtig. Perfekt, cool. Ja. Ja, ist eine interessante Frage. Und zwar, gibt es so Sachen, die dich so in diesem prominenten Leben richtig krass nerven, stören? Na, vor allem die Abstufung. Ne? Es gibt ja ABC-Promis, ja, gab es da früher nicht. Und jetzt ist es ja ganz klar, ABC-Promis, und da gibt es schon krasse Abstufungen, die dann einen auch sehr, ja, die man sehr zu spüren bekommt. Ne? Ja. Also dann auch oft durch Gehässigkeit. Bestimmte Promis wollen sich nicht ablichten lassen mit einem. Also zum Beispiel wollte ich mal ein Foto mit Michael Ballack. Ne? Das ist auch schon ein bisschen her. Das war so mein WM-Held und ja, dann wurde er gleich so weggezogen. Und das fand ich halt so unmöglich. Also ich kam mir vor wie eine Straftäterin. Diese Eitelkeit manchmal so. Ja, und dann wird man auch gewisse Events eingeladen und wieder ausgeladen, weil sich irgendjemand dran stört, dass du da bist. Ah. Ja, ganz oft. Und das ist halt, das nervt mich ein bisschen. Ne? Ja. Wir arbeiten alle im gleichen Business. Der eine macht Trash-Formate, der andere macht Serien, der nächste macht Kinofilme, der andere macht Comedy-Shows. Aber irgendwie sind wir alle prominent auf unsere Art und Weise. Und wir respektieren die A-Promis. Die A-Promis sollen uns wieder auch respektieren. Aber oft sind es ja eher so die Managements, die sich als was Besseres vorkommen von denen. Das ist ja das mit diesem Management. Mhm. Ich habe auch so hier so ein bisschen wahrgenommen, wo ich dann bei Herrn Günther war. Dieser Showparty zu seinem eigenen Bereich. Jeder will aber auch hervorstechen und dass es sehr viel Konkurrenz untereinander gibt. Echt, ja? Das merke ich immer gar nicht so. Ach so. Das habe ich so wahrgenommen. Aber also in meinem Fall gar nicht. Also mehr so Ellenbogen raus und ich will jetzt ins Rampenlicht und so. Weiß nicht. Also das nehme ich immer gar nicht so wahr. Also ich eh nicht, weil ich bin eh, habe eine Monopolstellung. Okay. Also ich bin die Einzige, die Brüste zeigt. Ich weiß, auf einer Party werde nur ich die Brüste zeigen. Ja.
super. Ja, das ist krass positioniert, würde ich sagen. Und ich kooperiere ja auch mit vielen Prominenten. Also eigentlich ist es clever, sich unter dem Promis ein Netzwerk aufzubauen, weil du kannst ja, jeder braucht ja immer Promis für andere Sachen, ne? Wenn man sich gut versteht, wenn man dann irgendwie eine Modekollektion rausbringt, hey, komm, zieh mal an, postet. Das machen die dann natürlich alle, aber nur, wenn sie dich leiden können. Ja, du kannst nie den Fehler machen und dich irgendwie anlegen mit zu viel. Also klar, kannst du auch ein bisschen lästern und so, was gerechtfertigt ist. Aber ich habe auch ein super Netzwerk unter den Promis, weil wir uns selber immer supporten. Der hat ein neues Single, dann wird das gepostet. Das ist super wichtig. Ja, geil. Ja, alleine schaffst du es auf keinen Fall. Cool. Das ist ein gutes Schlusswort. Alleine schaffst du es auf keinen Fall. Bis dann, Leute. Ciao. Ja, mega cool, dass ich jetzt, sag ich mal, dich hier in der Rooftop-Bar treffe, 260 Grad. Damals, damit das die Leute nochmal wissen, habe ich dich ja mit Harald Glöckler hier gesehen und kennengelernt. Und hätte ich, glaube ich, nicht die Chance gehabt, dich mal zu sehen, hätte ich, glaube ich, nie das Interview irgendwie machen können und dich mal halt so fragen können. Deswegen nochmal danke, dass das stattfindet. Gerne. Und ja, mal gucken, was wir daraus machen. Auf jeden Fall nur Gutes, denke ich. Kannst du jetzt mal so vielleicht so sagen, du bist halt in sehr vielen Reality-Shows gewesen, ne? Und was ist aber jetzt so dein Hauptaufgabenmerk? Was machst du jetzt da genau? Also ja, also beruflich wahrscheinlich. Ja, dann, ne? Genau. Genau, das ist ja mein Beruf. Okay, was mache ich genau? Also ich lege seit ca. 8-9 Jahren schon als Party-DJ auf, Topless-DJ, Nackt-DJ. Das ist ein ganz großer Bestandteil meines Jobs. Natürlich das Erotik-Business. Ich werbe für die Erotik-Messe Venus seit 8 Jahren. Ich drehe Erotik-Clips, ich mache Webcam. Werbung, Laufsteg, also Reality-Shows, also eigentlich mache ich irgendwie alles, was anfällt. Ein Kinofilm habe ich letztens gedreht. Ein Kinofilm? Alles Mögliche. Was für ein Kinofilm? Tal der Skorpione, ja, zusammen mit Mathieu Carrère und ganz vielen tollen Schauspielern wie Ralf Richter, Martin Semmelrocke, Anushka Renzi. Und also ich mache eigentlich alles, was mir Spaß macht und was Geld bringt. Geld ist auch noch so ein interessantes Thema, weil viele Leute sagen ja immer, das kannst du nicht machen, auch aus Geldgründen und so. Aber ich denke, wenn du Wert schaffst und was der Gesellschaft hinzufügt, sei es Unterhaltung oder, keine Ahnung, verkaufst ein Coaching oder so, dann verdienst du ja, weil du viel Wert schaffst, automatisch auch viel Geld. Ja. Ne? Und das verstehen, denke ich mal, viele Leute nicht. Die sagen dann immer, da höre ich schon immer die Glaubenssätze, ja, Geld ist ja was Schlechtes und so. Oh Gott, mit was für Leuten bist du denn zusammen? Ja, ganz schlimm. Das ist schrecklich. Geld ist was Tolles. Ja, das ist ja wie ein Messer zum Schneiden. Entweder du zerstichst dann mit wem oder du schneidest ein Brot dann. Ja. Ne? Ja, das ist, glaube ich, echt so. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass du in diesem Bereich auch sehr viel Erfahrung hast. Deswegen ist auch geil, dass ich dich getroffen jetzt habe. Welche Bilder hast du denn so für die Zukunft vor Augen, die du erreichen möchtest? Oder beziehungsweise was hast du für Ziele momentan? Ja, Ziele eigentlich das Alleinstellungsmerkmal zu halten, ja, dass ich also das einzige Nacktmodel bin in Deutschland. Aha, okay. Ja, bis jetzt, seit 2011 bin ich es. Es wundert mich jedes Mal, dass keine andere Frau auf die Idee kommt, ihre Brüste andauernd in die Kamera zu halten. Also bin ich wirklich Spitzenreiterin, obwohl es das Banalste der Welt ist. Jede Frau hat zwei Brüste, kann die Bluse aufreißen und hier bin ich. Macht keine, zum Glück, weil Deutschland kann, glaube ich, auch nur eine Nacktschnecke gebrauchen, weil der Nacktmarkt ist nicht so groß wie in Amerika und in England. Ja. Da boomt das ja, da gibt es ja zig Erotikmodels. Hier in Deutschland gibt es wirklich nur mich. Fast. Und das ist natürlich mein Ziel. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es auch nur dich gibt. Ja, na, seit nennen wir noch eins. Ja, ich sehe halt viele, die so rumlaufen, aber tatsächlich sind die nicht bekannt. Genau, die sind nicht bekannt und die machen halt Pornos. Ne? Das sind halt meistens wirklich Pornodarstellerinnen. Ja. Aber es gibt halt niemand wie mich, die halt wirklich, sag mal, sauber bleibt. Ne? Also keine Pornografie macht. Ach so, okay. Und trotzdem nackt ist. Für viele ist es ja gleich so, oh Gott, die zieht sich aus, die dreht Pornos. Ja. Das ist ja auch immer so ein großes Problem. Und es ist ja die größte Sünde im Marketing, langweilig zu sein. Und du polarisierst da eigentlich auch mit deinem Auftreten. Ne? Muss man ja ganz klar so sagen. Andauernd, ja. Du provozierst auch teilweise ein bisschen für Leute, die das nicht einschätzen können. Aber glaube ich, nur wenn du teilweise Leute so ein bisschen provozierst, bist du auch interessant für die anderen Leute. Ne? Also sag ich mal, wenn dich jeder mag, hast du nichts gewonnen.
Ja, zumindest nicht in meinem Business. Also wäre ich jetzt zum Beispiel eine GZSZ-Schauspielerin, dann durfte ich nicht polarisieren, weil das ist da ja gar nicht erwünscht. Ne? Da musst du ja schon Saubermann-Image haben, wenn du jetzt irgendwie Marienhof mitspielst oder die Lindenstraße. Ne? Also da wäre ich so eine Skandalin überhaupt nicht gut besetzt. Oder wenn du, ich sag mal, ein seriöses TV-Format moderierst. Ja. Die müssen auch alle ordentlich sein, dürfen nicht polarisieren. Okay. Aber in meinem Bereich ist es total in Ordnung. Also eh im Trash-Bereich, da darf man das eigentlich alles, da gibt es keine Regeln. Ah, geil, das ist ja, sowieso regellos, sag ich mal, in den Medien ganz oft, ne? Ja, ist der Ruf ist ruiniert, lebt sich's ungeniert. Genau. Das trifft total auf den Trash-Bereich zu. Also Leute wie ich, Sophia Wollersheim, Gina Lisa, die dürfen machen, was sie wollen. Stimmt. Es wird erwartet, dass wir Scheiße reden, dass wir blöde Kommentare abgeben, dass wir polarisieren. Das erwartet man ja von uns. Ja. Und das Leben macht so echt mehr Spaß. Ja, und dann denkt man ja, ihr seid voll bekloppt, aber wenn ihr voll bekloppt wärt, würdet ihr ja da gar nicht sein, wo ihr jetzt seid. Das stimmt, das aber einige von denen sind wirklich bekloppt. Ach so. Also das ist, es gibt auch dumme Trash-Leute. Ja. Ich werde jetzt keine Namen sagen, dann rufe ich gleich wieder. Oh Gott, aber wahrscheinlich weiß es eher jeder. Es gibt natürlich auch, klar, Blöde, die einfach nicht clever polarisieren, die daraus kein Business machen und kein Geld. Ne? Klar kann ich jetzt hier besoffen die Treppe runter stolpern und werde abgebildet und bin überall bundesweit da und aber ich werde ganz bestimmt als Suffnudel der Nation keine Werbeverträge bekommen oder sonst was. Ne? Nee, das stimmt schon. Du bist ja quasi auch in diesem Showbusiness, kann man das so sagen, ne? Ja, kann man schon sagen. Das heißt, du machst ja auch Auftritte als DJ und sowas. Und gerade das finde ich ja auch interessant, weil ich ja, ich habe mit dir ja damals drüber gesprochen, hier, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Vom No-Name zum erfolgreichen Künstler. Und den habe ich so in dieser Form eigentlich noch gar nicht auf YouTube gesehen, deswegen war ich so begeistert von dieser Idee, habe das auch direkt umgesetzt. Und meine Leidenschaft ist halt dieses Michael Jackson Dancing. Mhm. Und Michael Jackson speziell in der Nische Video Artist. Mhm. Das heißt, ich tanze synchron zu Michael Jackson im Background. Ja. Und versuche aber mich auch nicht vom Gesicht her so zu verkleiden, versuche aber nur so zu tanzen. Und ich glaube, dadurch haben die Leute mehr das Gefühl, dass es eine Michael Jackson Show ist, wenn ich mich wirklich auf die Sachen konzentriere, die ich wirklich gut kann und nicht auf drei gleichzeitig. Ne? Das leidet halt die Qualität runter. Ja. Ja, und deswegen ist es, denke ich mal, wichtig, sich auf eine Sache dann zu spezialisieren. Das hast du ja auch gemacht. Genau. Du hast dich ja auf diesen Bereich speziell Erotik spezialisiert jetzt. Genau. Okay, und dann legst du aber noch als DJ auf, als Erotik-Model. Erotik-DJ, genau, nackt-DJ, also manchmal ziehe ich mich komplett nackt aus, wenn der Kunde das wünscht, oder nur topless. Aha. Genau, ja. Okay, cool. Ja, das muss man mögen. Bis jetzt, Maxina. Wer findet dich toll auf einmal, eine DJ, die sich aussieht, natürlich. Ne? Also, es polarisiert, das ist gut. Nee, ich habe ja, wie gesagt, den Kanal Vom No-Name zum erfolgreichen Künstler. Alle können ja was mittlerweile mit deinem Namen anfangen. Wo war denn bei dir dieser Moment im Leben, wo du vom No-Name bis hin zum krassen Momentum was aufgebaut hast? Also wo es einfach wirklich läuft und du gar nicht mehr diese Startphase hast, wie beim Zug, den man sehr schwer anschieben muss und dann es einfach nur läuft. Wie lange hat das so gedauert? Also ich habe angefangen 2013, da habe ich dann gesagt, ich will berühmt werden. Da habe ich dann angefangen, waren so die ersten Erfolge. 2013 habe ich Misswahlen gewonnen. 2014 war ich dann Miss Germany-Wahl und 2004 natürlich. Was erzähle ich denn? 2003 und 2004. Ja, genau. Und 2006 war ich bei Germany's Next Topmodel. Das war so das erste große TV-Format, wo ich auch wirklich sehr bekannt wurde. Aber erst 6 Jahre später habe ich es dann wirklich geschafft. Das war im Dschungelcamp. Ja, also es war nicht so, dass ich bei Heidi Klum war und auf einmal war ich berühmt und reich. Ja, überhaupt nicht. Es hat wirklich noch 6 Jahre gedauert, bis ich einfach daraus wirklich auch Profit schlagen konnte. Und man muss sich ja auch selber finden und entwickeln. Ja, man muss gerade als Trash-Promi erstmal eine Personality entwickeln. Und da gibt es höchstwahrscheinlich Stimmen, und ich weiß das, da gibt es Leute, die sagen, wieso gehst du zum Dschungelcamp? Da verkaufst du dich da voll unter Wert. Aber ist es ja auch, wie ich glaube, ich denke, ein gewisses Marketing, um überhaupt in den Suchradius der Leute zu kommen, ne? Ja, Dschungelcamp ist die erfolgreichste Trash-Sendung in Deutschland, ja. Das hat zwischen 5 und 7 Millionen Einschaltquoten. Das ist unbezahlbare Marketingwerbung. Ja. Also das
alle Magazine berichten darüber. Du bist 2 Wochen lang Gesprächsthema. Da müsstest du, wenn du das ausrechnen würdest, weiß ich, ist ein Marketingwert von vielleicht 10, 20, 30, 40, 50 Millionen. Ach, das echt? Ist absoluter Alter, Wahnsinn, ne? Ja. Was die RTL da in dem Moment bietet und die Bild kurieren, ja. Boah, und also ja. Das war immer mein Ziel als Trash-Bombi. Klar, das ist natürlich ein gestandener Schauspieler, nicht das Ziel hat, ins Dschungelcamp zu kommen. Für den ist es natürlich schrecklich, aber ich sag mal, für Leute wie mich, wie Melanie Müller, wie Sophia Wollersheim, bringt das Dschungelcamp natürlich wahnsinnig viel. Ja, und ich würde sagen, man muss leider diese oberflächliche Schiene fahren, um auch wirklich, sag ich mal, auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Weil so ist halt Social Media. Es ist leicht dumm, sag ich mal. Ja, definitiv. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und jetzt habe ich noch eine sehr spezielle Frage und vielleicht... Ah ne, vorher noch, welche Hürden musstest du denn auf dem Weg meistern bis zu diesen 6 Jahren? Da muss ja... Also ich lebe das ja gerade bei mir, was ich so durchmache. Ich muss ja... weil... kann man vielleicht auch rausstellen. Oh, Maja. Weil ich halt wirklich keine Kohle habe, ne? Aber dadurch... Du wurdest noch nie erwischt? Nee, weil ich das ganz geschickt mache. Ja. Aber daran sieht man, wenn man wirklich was will, dann ist selbst das noch nicht mal eine Ausrede, es nicht zu tun, was man will. Ja. Ne? Und welche Hürden musstest du da quasi meistern, ne? Auf diesen 6 Jahren? Vorangetrieben hat mich wirklich eben nur dieser Willen, ne? Wie bei dir ja auch. Also ich habe gesagt, ich werde es schaffen und ich ziehe das durch. Und ich hatte auch in den 6 Jahren wirklich auch gar kein Geld, weil ich natürlich auch keinen festen Job annehmen konnte. Das ist ja das. Ich kann momentan auch keinen festen annehmen, weil ich darin so verwickelt bin. Genau, weil man nicht mehr flexibel ist. Genau, ich verdiene momentan auch nichts. Ich habe so Nebenjobs zumindest gemacht. So. Also ein bisschen habe ich verdient. So aber Pizza fahren oder was? Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Bei so einem Fitnessstudio halt gearbeitet. Ah, ja, okay. Oder gekellnert habe ich zum Beispiel. Oder ich habe im Club gearbeitet. Okay. Und ich habe mir immer so Jobs gesucht, wo ich halt flexibel bin, wo ich auch immer zu den Castings dann kann. Aber ja, einen festen Job konnte ich halt wie du auch gar nicht annehmen, weil dann bist du 40 Stunden die Woche nicht da und das war's eigentlich. Das kannst du nicht machen. Ja. Und hat aber zum Glück auch nur eine kleine Wohnung. Also ich konnte das alles immer so finanzieren. Aber letztendlich hatte ich auch nicht wirklich was, ne? Letztendlich kann man auch gar nicht verlieren, gerade in Deutschland nicht, weil du wirst ja vom System irgendwie aufgefangen. Dir kann eigentlich gar nichts passieren. Verloren eigentlich hat man nicht. Eigentlich schon. Du kannst ja besser werden, wenn man ehrlich genau, ist. Genau. Das ist ja das. Und gerade in meinem Fall jetzt versuche ich ja, deswegen habe ich diesen YouTube-Kanal gemacht, Leuten zu zeigen, wie es wirklich ohne Geld geht, ohne Kontakte, aus Scheiße wirklich Gold zu machen. Und dass man das wirklich mit bloßer Hartnäckigkeit schaffen kann. Da ist bei mir jetzt so eine Frage, ich erlebe oft Künstler, die weitaus sehr viel besser sind als das, was man oft in der Öffentlichkeit sieht. Sie im Social Media oder im Fernsehen. Und dann frage ich mich, wieso sind diese Leute nicht dann da oben? Weil es ist ja offensichtlich zum Beispiel, dass der eine besser ist als der andere. Im Künstlerin zum Beispiel. Ja. Warum ist das so? Was meinst du, woran liegt das? Naja, es ist ja wirklich, wie du sagst, nicht immer der Beste, der Berühmteste. Ja, da zählen natürlich noch ganz andere Faktoren. Also zum Beispiel, ich bin 36. Natürlich gibt es schönere, jüngere, sicherlich auch viel bessere Mädels, die meinen Job machen würden. Wurde aber nicht gebucht, weil ich bin halt eine Marke. Die Firmen wollen halt schon jemand, der was ist, der eine Marke ist. Und es ist natürlich auch viel Sympathie. Ne, man lebt ja viel über Stammkunden und die Stammkunden wechseln nicht gerne. Ne? Das ist ja wie bei vielen anderen Produkten. Ne? Wenn du seit 10 Jahren bei dem Friseur bist, der ist gut, klar ist der nebenan vielleicht besser, aber du hast ja gar keinen Bock, erst dahin zu gehen, weil du weißt, da bekommst du das. Ja. Und so ist es zum Beispiel bei mir auch. Und natürlich auch Disziplin ist halt ganz wichtig. Ne? Ja. Also ich erlebe das ganz oft in meiner Branche. Da musst du den 6-Uhr-Flieger nehmen und die Hälfte der Mädels verpassen den natürlich, weil sie einfach nicht in der Lage sind, um 4 Uhr aufzustehen. Und dann sitzen sie direkt raus oder nölen rum nach 7 Stunden am Set. Mir ist so heiß. Also das hatte ich auch schon alles. Und darauf haben die Kunden keinen Bock. Und dann sagen sie, okay, die wiegt 5 Kilo weniger. Vielleicht ist auch die Haut ein bisschen straffer und die hat weniger Falten. Aber das geht mir so auf die Nerven, dieses Mädel. Und keinen Bock mehr zu buchen. Also es liegt dann, glaube ich, wie du sagst, an der wirklich eisernen
Disziplin daran festzuhalten, ja, und nicht aufzugeben. Ne? Absolut. Ist Disziplin, okay, und Ehrgeiz ist wirklich das A und O. Okay. Du kannst so toll sein, du kannst singen wie ein Tenor oder aussehen wie Giselle Bündchen. Nützt dir alles nichts, wenn du nicht diszipliniert bist und ehrgeizig. Und natürlich, ja, sympathisch, ganz wichtig. Ich glaube, deswegen werden auch Künstler, die zum Beispiel vom Talent her nicht so gut sind, aber weil sie hartnäckig sind, oft, mhm, erfolgreicher als jemand, der jetzt nur Talent hat, aber dafür nichts tut. Genau. Ne? Genau. Ja. So kann man das, glaube ich, auch wirklich, mhm, sagen, ja. Ich erlebe ja gerade in diesem Showbusiness bei sehr vielen Künstlern, Beispiel Michael Jackson, das war ja eine Jahrhunderterscheinung, wenn man mal so sagt. Mhm. Ich hatte mit dem Ex-Manager von ihm gesprochen, das war Dieter Wiesner, kennst du ihn vielleicht? Nee. Ach so. Ich war bei ihm in Frankfurt und wollte mein Showprojekt mit ihm planen, mhm, dass er mein Manager wird. Und ich erlebe ja oft diese Schattenseiten des Alleineseins, wenn du da etwas aufbaust, dann schaffst du es eigentlich fast gar nicht, alleine da etwas aufzubauen im Showbusiness. Und ich denke, da brauchst du einfach Unterstützung bei so oder mit so vielen Leuten, dass du da wirklich was vorantreibst. Wie schaffst du es sozusagen aus dieser Einsamkeit, also im künstlerischen Bereich, mehr in dieses Gemeinschaftliche zu kommen, wo man wirklich ein Umfeld hat, das einen trägt? Zum Beispiel ein guter Manager, ein guter Berater oder so. Das fliegt einem ja nicht zu. Wie kommt man irgendwie daran, wenn man weiß, das, was man vorhat, funktioniert zu 100%? Ach, ja gut, du musst die Leute davon überzeugen. Oder du musst, also es gibt natürlich verschiedene Bereiche. Also im Trash-Bereich brauchst du jetzt auch nicht unbedingt ein Management, was schon Erfahrung hat. Du hast ja auch, ja, keins, hast du mir mal gesagt, ne? Doch, ich habe ein Management seit 2011, das gleiche. Also es ist ein, okay, Mann. Ja, okay, habe ich das also damals falsch verstanden. Genau, ein, ja, und dieselbe Person. Aber es ist jetzt nicht, also ich erlebe das bei vielen Künstlern, dass der Manager so über ihnen steht und, ja, also genau, muss als abgesegnet, genau, werden. Ja. Das ist bei mir gar nicht so. Ah, ja, okay. Also ich, ja, sage, was ich machen will und was ich nicht machen will und zu, okay, welchem Preis. Und das klappt super. Also mein Manager und ich, wir sind auf einer Ebene. Ich sage mal, wir sind ein Team. Ne? Das, ja, ist nicht so, ich muss, genau, aber erstmal meinen Manager fragen. Mhm. Also das finde ich total, ja, affig. Ja. Genau, dieses Team meine ich eben, wo man zusammen, gemeinsam an einem Strang zieht. Mhm, genau. Und das haben viele, denke ich, nicht. Und deswegen, ja, schaffen sie es auch gar nicht. Also ich glaube, wenn man natürlich im Musikbereich, Schauspielbereich erfolgreich sein will, da brauchst du schon auch natürlich ein Management mit Kontakten, mit Know-how. Ja, ja. Aber im Trash-Bereich, okay, reicht einfach, wenn du auch jemanden hast, der einfach zuverlässig ist, diszipliniert, ja, der das alles gut für einen abwickelt. Wie hast du denn damals dein Management gefunden oder haben die dich gefunden? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Oder? Ach, wie war das? Wie bin ich denn an ihn gekommen? Boah, das ist auch schon sehr ewig her. Das ist ja 8, 9 Jahre her mittlerweile. Mhm. Die haben mich einfach, oder er hatte mich einfach damals gefragt, oder ich habe ich ihn auch gefragt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben uns einfach gut verstanden, haben uns getroffen. Und dann vielleicht habe ich sogar gesagt, du, pass auf, ich suche jemanden, der für mich ganze Background-Arbeit macht und, okay, so weiter. Hast du Bock? Man muss, ja, eigentlich nichts können, außer man muss einfach diszipliniert sein. Das heißt wirklich Kunden zurückrufen, E-Mails, ja, ordentlich beantworten. Ja. Ne, all so eine Sachen sind super wichtig. Die Kunden erwarten davon 24 Stunden eine Antwort. Ja. Die wollen Ansprechpartner haben. Ja. Zurückrufe. Ja. Und das sind alles oft die Sachen, wo bei anderen, ja, das schon total hakt. Ne? Und da muss ich auch ein ehrliches Lob an dich aussprechen. Ich erlebe sehr wenige Frauen, gerade so in meinem Alter auch so vielleicht, die wirklich da auch hinterher sind. Mhm. Na, also die rufen, du rufst zurück oder du wirst wahrscheinlich zurückrufen, aber du antwortest halt und so, ja, und in geraumer Zeit. Und das erlebe ich gerade in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr, mhm, selten. Da sind ja eher so Top Secret, sag ich mal. Ja, ich glaube, ja, aber auch, weil es einfach zu viel wird. Du, ja, bist durch Social, ja, Media, stimmt, einfach, ja, so, du wirst so überrannt. Zum Beispiel, ich rufe nie auf Instagram Nachrichten ab und auf Facebook. Ach so. Ja, das habe ich ignoriert, weil es geht nicht mehr. Also ich kann, aha, nicht E-Mails abrufen, ich muss WhatsApp-Nachrichten checken, dann rufen mich die Leute an. Okay. Das, ich lebe ja auch noch, ne? Also ich bin auch jemand, der sich auch gerne noch mit Menschen trifft und redet. Ich gehe zum Sport, ich schlafe, ja, auch gerne. Ich kann nicht mein gesamtes Leben nur dem Computer widmen und andauern irgendwelche Nachrichten abrufen. Ja. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, Facebook, Instagram, wer wirklich was von mir will, ja, der schreibt mir eine E-Mail, der geht, ja, über meine Website, über mein Management. Meine E-Mail-Adresse steht auf Instagram, auf Facebook. Und alle anderen, ja, die nicht bereit sind, mir eine E-Mail zu schreiben, auf die kann ich dann eh scheißen. Da filterst du eigentlich schon aus und die, genau, meisten denken dann eh schon, oh, klappt nicht und so, und dann merkst du gleich, okay. Genau, der will es gar, der nicht will's richtig. Gar nicht, der schreibt, ja, mal schnell so eine Insta, hey, ja, hi, wie geht's, können wir mal was machen zusammen. Ja, also, ja, sowas kann ich dann eh schon
Gerade bei der attraktiven Frau ist das ja oh. Genau. Menno. Was sollte man deiner Meinung nach tun, um da wirklich... Jemand, der noch was handschriftlich aufschreibt. Ja, mache ich immer, weil ich kann es mir dann besser merken. Ne, also wer schreibt, ich glaube, ich kann gar nicht mehr schreiben. Ja, wann schreibt man denn noch? Ja, eigentlich gar nicht mehr. Die haben mich schon komisch angeguckt im ICE, wo ich da was aufgeschrieben habe. Ja, ich arbeite auch nur mit. Alle nur noch so am Handy laufen durch die Stadt, aber sagen, ich kann nicht antworten, weil ich keine Zeit habe. Ja. Das verstehe ich nicht. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Das ist eine sehr interessante Frage, gerade für Künstler. Wie kommunizierst du im Management, um deine Auftritte zu bekommen? Weil ich habe gemerkt, du brauchst ja nur einen kleinen Fehler machen und du bist sofort raus, weil das da hochsensibel ist in diesen prominenten Vierteln. Also sag ich mal, wenn du jetzt sagst, wir können ja vorher was essen gehen, aber du bist ja gar nicht in der Position, was mit mir essen zu gehen. Das kann ja schon so rüberkommen, um einfach so ein kurzes Briefing zu machen, um dich kalt zu starten. Wie würdest du die Kommunikation dort beschreiben und auf was würdest du da Wert legen? Kommunikation zwischen in wem? In Managements, gerade wenn man so Auftritte haben will und Veranstalter fragen will. Ach Gott. Hast du ja früher auch selber gemacht, ne? Ja, aber im Prinzip, wie kommt man überhaupt zu Auftritten? Wenn man natürlich einmal einen Auftritt hat, dann will man den Kunden ja auch behalten, ne? Und da ist natürlich wichtig, dass man einfach gut mit dem Kunden kommuniziert, ne? Und gute Arbeit leistet. Und klar, das Management muss natürlich im Vorfeld gut mit dem Kunden kommunizieren, weil der Kunde lernt dich ja erst meist beim Auftritt kennen. Ja. Also beides muss funktionieren, ganz klar. Ja, da ist die Kommunikation, wie gesagt, ja auch sehr sensibel. Ne? Also wenn da ein bisschen was Falsches macht, das wird dir gleich hoch angerechnet, glaube ich. Ne? Ich habe das auch so ein bisschen erlebt. Okay. Und fand das echt krass. So, da wirst du komplett abgestempelt, obwohl die dich noch nie mal kennengelernt haben. Aber du brauchst nur was Falsches in der E-Mail schreiben, ein falsches Wort und schon bist du, sag ich mal, raus. Okay. Das ist echt krass, habe ich so erlebt. War es bei dir gar nicht so? Habe ich bis jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, weil ich finde die Branche ziemlich locker. Also es ist ja eigentlich alles ziemlich lockere Branche. Da hast du immer ein paar Zicken und Deppen dabei. Ja. Okay. Aber so größtenteils muss ich sagen, ist eigentlich alles so easy going. Krass, weil so Auftritte zu bekommen als Künstler, weil es ja eben mehr Angebot gibt als Nachfrage. Absolut, ja. Ist es ja für Künstler richtig schwer, Auftritte zu bekommen. Ja. Ne? Ja, was muss man tun, um mehr Auftritte zu bekommen? Ja gut, wenn du bekannt bist, hast du es natürlich schon eh einfach. Ne? Wenn man den Namen kennt, dann können natürlich alle Booking-Agenturen dich viel besser verbuchen, weil du musst niemandem erst erklären, das ist und was du machst. Ja. Das ist ja immer das Anstrengendste. Musst du jemanden davon überzeugen, entweder wollen sie dich oder nicht. Aber gerade wenn du eben noch nicht bekannt bist, ne, das ist ja gerade das Interessante. Das ist natürlich super schwer. Ja. Das geht dann, ich weiß es gar nicht. Also als ich unbekannt war, habe keine Auftritte bekommen. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du den ersten bekommen hast? Also jetzt so DJ zum Beispiel wirklich erst 2011 zum Supertalent dazu angefangen. Und du warst beim Supertalent? Ja, 2011. Ah, das weiß ich gar nicht. Genau, das war so mein Einstieg ins Dschungelcamp. Und 2012 war ich ja dann im Dschungelcamp. Dann bist du da auf den Geschmack gekommen im Dschungelcamp und hast gesagt, okay, Würmer kann ich noch essen. Genau. Hast du da wirklich so Tiere gegessen? Nein, musst du ja auch gar nicht. Stimmt, ne? Musst du gibt ja verschiedene Prüfungen und du kannst jede Prüfung auch ablehnen. Ah, ja. Also bist nicht gezwungen. Okay, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja. Ja. Bei Beispiel Michael Jackson zum Beispiel. Das war ja ein sehr gefeierter Mensch. Der hat ja Stadion-Tourneen gemacht mit 80.000 Leuten im Publikum. Damit habe ich mich mit Dieter Wiesner darüber unterhalten. Aber er hatte das Gefühl, und das glaube ich ist bei vielen so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass wenn die Leute nach Hause gehen und das Licht im Stadion ausgeht, hat er das Gefühl, die Leute haben ihn vergessen und er ist ganz alleine. Mhm. Kennst du Leute, denen geht es da auch so in diesem Bereich? Nee, eigentlich nicht. Okay. Nee, also klar ist man dann erstmal alleine, logisch. Die Leute gehen auch nach Hause. Ja. Aber also ich muss sagen, nach Auftritten genieße ich die Zeit alleine. Ich finde das ganz toll, dann in mein Hotelzimmer zu gehen, mich in die Badewanne zu legen. Okay. Und die Ruhe zu haben. Also ich finde das großartig. Bei vielen ist das ja genau umgekehrt. Das sind, ich bin so einsam, ich bin so alleine, ich muss ja alleine ins Bett. Das war ja bei Michael so. Das war ja von 80.000 Leuten auf der Bühne, geht er dann alleine ins Bett und das hat er gar nicht verkraftet.
Ja, er hätte ja nicht alleine ins Bett gehen müssen. Also es war ja irgendwie seine Entscheidung. Ja, das ist natürlich eine sehr angreifbare Person. Aber ne? Michael Jackson ist natürlich auch jemand, also ist eine Ausnahmeperson. Ich glaube, da gab es auch viele Hemmschwellen. Also ich würde jetzt auch nicht Michael Jackson, wenn ich den da irgendwo gesehen hätte, mal ansprechen. Ja. Jeder hat, glaube ich, Distanz. Und er war ja auch jemand, so wie ich das mitbekommen habe, der auch auf Distanz war. Also war nicht unbedingt der herzlichste Mensch, der die Moderatoren nun... Nee, Moderatoren nicht, aber seinen Fans war er sehr nah. Ja. Da war er schon sehr umgänglich. Aber er wurde halt von seinem Umfeld nicht rangelassen. Das war halt oft das, wo du abgeschirmt wurdest. Ja, aber dann hat er sich abschirmen lassen, ne? Ja. Also ein Künstler muss halt auch den Mund aufmachen und sagen... Ich glaube, das konnte der gar nicht. Ja. Er war, glaube ich, eh eine schwierige Person, ne? Ja, das glaube ich auch. Immer ein Phänomen bleiben. Ja. Was bedeutet denn für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich eigentlich auf jeden Fall Zufriedenheit, ja, also dass man absolut zufrieden ist, weil nur dann kann man auch erfolgreich sein, auf Dauer, weil kurzfristiger Erfolg, glaube ich, ist immer machbar, das machen ja ganz viele, ne? Heutzutage ist es auch relativ einfach, kurzfristig Erfolg zu haben, aber langfristig ist sehr, sehr schwer, natürlich auch gewissen Kontostand, logisch. Ja. Das ist für mich auch Erfolg. Ja, es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die anders erfolgreich sind. Ja. Aber ich definiere das für mich ganz klar so, von irgendwas muss ich auch leben. Ne? Und ich arbeite auch wirklich wahnsinnig viel und da will ich natürlich am Ende des Monats auch irgendwie was sehen. Und das ist mir ganz wichtig. In der kapitalistischen Gesellschaft, da brauchst du ja, sag ich mal, Geld und Geld ist immer bedeutungsvoller geworden, weil entweder du hast halt Geld oder du bezahlst mit deiner Arbeitskraft, ne? Mit deiner Anstrengung. Was ist denn einfacher? Ja, mit Geld. Ja, genau. Aber ich bin auch zum Beispiel gar nicht jemand, der jetzt voll das Luxusleben führt oder so, überhaupt nicht. Also ich war ja, wir haben darüber gesprochen, auch noch Bahn und habe auch nur so ein kleines Auto und eine normale Wohnung und so weiter und habe auch keine Designersachen. Aber manchmal ist es halt so, dass ich dann gerne mal so ein, zwei Tage irgendwo hinfahre und dann lasse es mir richtig gut gehen in einem schicken Wellnesshotel, weil ich dann einfach so richtig schön ausspannen kann. Und es kostet natürlich auch ein bisschen, aber dann bin ich wieder fit. Ja. Und das sind für mich dann so die kleinen Sachen, die ich mir dann auch gönne und sage, okay, es lohnt sich so hart zu arbeiten, weil ich kann jetzt hier zwei Tage lang schick chillen und alles ist gut. Und das macht mich dann auch glücklich, in dem Moment. Ah, krass. Weil ich denke mir so bei dir, kannst du denn alleine irgendwo rausgehen, ohne dass du viel angesprochen wirst? Logisch kann ich das, klar. Erkenne ich die Leute? Ja, aber Leute lassen einen in Ruhe. Also wir haben ja kein amerikanisches System, wo hysterisch Leute angerannt kommen. Nun bin ich auch 36 und keine 12-jährige YouTuberin. Ne? Also ich glaube, da ist es so anders, wenn jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Shani, Lena, Lilly, ich habe keine Ahnung, wie so die, ungefähr. Diese 15-, 16-Jährigen, na gut, da rasten die mal aus. Aber das hält sich die Waage. Und wenn ich privat bin, dann laufe ich auch nicht so rum. Dann habe ich ein Basecap auf. Ich habe meist irgendwie so eine Jogginghose an und ein T-Shirt. Also total locker, normal. Locker außer Länder, würde ich sagen. Ja, genau. Also wäre ich so heute rausgekommen, hättet ihr mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Ach doch, ich hätte dich auch so abgeholt. Ja, aber vielleicht nicht so wahrgenommen. Nee, wahrgenommen so, glaube ich nicht. Ist denn das? Ah, okay. Das ist wie ein Fußballprofi, den kennt man teilweise auf der Straße gar nicht, weil er kein Trikot anhat. Genau. Und wenn ich meine Brüste nicht zeige oder eben sexy rumlaufe, dann nehme ich auch viele gar nicht wahr. Ja, also mich auch nicht. Ne, ich nehme ja auch keine Frau auf der Straße nun auch nicht wahr, die nicht sexy ist. Warum soll ich jetzt einer hinterher gucken, die im T-Shirt und einer Jogginghose rumläuft? Ja, man muss schon ein bisschen was auf sich machen. Ne? Ja, also der Pressetermin zumindest. Ja. Privat, oh Gott. Oh Gott, los. welche Schritte sollte man in deiner Meinung nach wirklich als Künstler machen, wenn man von dieser Sache, die man vorhat, zu 100% überzeugt ist, aber noch nicht weiß, wie es geht? Welche Schritte sollte man als erstes irgendwie tun, um in dieses Momentum zu kommen? Also Momentum, wo es einfach läuft, ne? Puh, Schritte, die man tun sollte. Ja, das ist echt... Gibt es wahrscheinlich gar keine Anleitung so, ne? Ja, nicht wirklich. Also wie gesagt, Ehrgeiz, Disziplin ist ganz, ganz weit oben. Wenn du das nicht hast, klappt das andere auch nicht. Ja. Brauchst natürlich auch schon, wie zum Beispiel schon so ein Manager, wo ich immer Manager ist, Wort, das hört sich immer so schrecklich an. Ich finde, das klingt schön so. Ja, ich finde das Manager. Ganz schlimm irgendwie. Also irgendjemand, der auch an dich glaubt und der dich auch zu 100% unterstützt. Das ist natürlich auch immer hilfreich. Ja. Und natürlich musst du irgendwie ein Produkt entwickeln, was nach Möglichkeit noch keiner so entwickelt hat.
Das ist natürlich wichtig. Das ist ja das, was ich sehr viel erlebe, gerade bei diesen Michael Jackson Shows. Die versuchen ja immer, und ich kenne diese Shows, das Rad neu zu erfinden und immer was komplett Eigenes zu machen. Aber ich glaube, wenn du Bestehendes hast, das Originale, was die Leute kennen, und das in die Tiefe aber weiterentwickelst, hast du mehr Erfolg, als wenn du immer versuchst, das nächste große Neue zu machen. Ja. Oder wie siehst du das? Ja gut, wenn man jetzt jemanden kopieren will, wie jetzt in dem Fall irgendwelche Stars, Michael Jackson, Marilyn Monroe. Kopieren auch, allerdings mit seinem eigenen Touch noch so ein bisschen rein. Dann ist es ja eigentlich eine Nische, die man ja füllen kann. Ne? Definitiv. Einer, der es sehr gut gemacht hat, ist Menderes. Ja? Ah, ja, der hat natürlich genau. einen Michael Jackson-Double gemacht, hat 7 Jahre durchgehalten bei Dieter Bohlen. Ja? Hat wirklich keinen Cent verdient und dann auf einmal Dschungelcamp und durchgebucht. Ja, das ist ein gutes Beispiel, was wir vorhin sagten. Er ist jetzt nicht so talentiert, das kann man auch frei so sagen. Das weiß er auch selber. Sehr selbstkritisch. aber er ist eben durch seine Hartnäckigkeit, durch seine Disziplin eben in den Suchradius der Leute gekommen. Genau. Das er ist geschafft. Bewunderlich auch. Und wer hat das 7-8 Jahre durchgehalten? Ja. Die meisten, die da rausgeschmissen werden, heulen gleich und dann nach Hause. Das hat auch Dieter Bohlen gesagt in so einem Erfolgsmagazin von Julian Backhaus. Dieter Bohlen sagt den Leuten immer nur die Wahrheit, weil er bezeichnet die Wahrheit als jemand, wenn er zum Beispiel einem niedrigen Künstler oder unterstehenden Künstler ihm etwas sagt, hier, das musst du so und so machen, ist die Meinung zu 100% wahr, weil er ja das beweisen kann, dass er erfolgreich ist. So, und damit haben viele schon Probleme, wenn sie immer denken, die sind die Tollsten, die Geilsten und sich selbst dann nicht immer hinterfragen. Ne? Ja. Das erlebst du, glaube ich, auch sehr oft bei deinen Mädels. Absolut. Ja. Ach, alle wollen berühmt werden heutzutage. Ja, aber keiner will den Preis zahlen. Genau. Ja. Genau. Ja. Okay, cool. Ja, und was ich wirklich sagen muss, Daniela Katzenberger ist ja ein bisschen mehr der befreundet. Nee. Ach so. Also sie mag mich nicht und ich mag sie auch nicht. Ah. Okay, weil ich dachte immer... Aber ich denke mal, wir respektieren und tolerieren uns. Also ja, ich das war toleriere sie absolut. Ne? Absolut ja. Ja, weil ich denke so, gerade wenn Frauen in dieser Schiene erfolgreich sind, was ja wirklich selten ist und sich öffentlich zeigen und aus der Masse hervorstechen, das ist wirklich selten. Deswegen bin ich auch froh, dass du heute hier bist. Das finde ich cool. Da sieht man mal wirklich, auch als Frau, ne? Wenn du den Preis zahlst, kannst du es wirklich schaffen als Frau. Ja. Ja. Und da hast du es ja, denke ich, als Frau sogar noch einfacher als Mann. Aha. Ja, definitiv. Warum? Weil die Frauen einfach total einfach haben, in den Medien erfolgreich zu sein. Ja? Durch Sexappeal so ein bisschen. Genau, absolut. Ja? Okay. Zeitungen drucken immer viel mehr Frauen ab als Männer. Das ist immer so. Man muss es nur mal sich schauen, die ganzen Partyseiten schon. Da hast du es als unbekannte Frau viel einfacher abgedruckt zu werden als unbekannter Mann. Es ist so. Ah. Ja. Und warum Bachelorette, Bachelor? Ja? Warum machen denn die Frauen alle viel mehr Karriere als die Männer? Ja, jetzt läuft die Bachelorette. Ja? Davon wird wieder kein einziger Typ danach Karriere machen. Ne? Wenn der Bachelor läuft, ist da schon mal eine wieder im Dschungelcamp, die nächste ist bei Promi-BB. Das stimmt, ja. Obwohl man so denkt, im Beruflichen, wenn es jetzt so im normalen, bei der Selbstständigkeit ist, Leute mit Führungspositionen, die verdienen ja tatsächlich mehr als Frauen, weil die Frauen eher nicht so selbstbewusst, glaube ich, sind und zum Beispiel nicht nach einer Gehaltserhöhung oder so fragen. Das macht ja der Mann. Ja gut, bei diesen normalen Jobs, genau. Ja, aber in der Showbranche, da verdienen natürlich, klar, dann auch meist die Männer mehr. Das kommt halt immer aufs Business drauf an. In meiner Erotikbranche, klar, da sind wir Frauen natürlich die Anführerin. In der Trashbranche genauso. Nicht ich? Ich mache noch einen ganz guten Eindruck, oder? Nee, aber cool. Ich denke, das reicht auch. Und ja, ich glaube, es wird euch sehr, sehr weiterhelfen. Das sind geile Fragen dabei, die mich selber sehr inspiriert haben und sehr interessiert haben, weil mir auch einfach sehr viel am Herzen liegt, euch das zu geben, was viele Leute euch nicht sagen können, weil sie nicht hinter die Kulissen blicken oder nicht offen sind. Ne? Deswegen finde ich das cool, dass ich das mit dir heute gemacht habe und kann auch mal Danke sagen. Und gerne. Vielen Dank für das Interview. Tschüss. Perfekt. Ich muss lächeln. Ja. Geil. Ja, halbe Stunde. 34 Minuten. Tell me what will I do? And it doesn't seem to matter.
So, jetzt sind wir gerade mit dem Interview fertig in der Rooftop Bar in Berlin. Kann man doch sehr empfehlen, oder? Auf jeden Fall. Ist eine geile Location. Okay. Ja, gerade bei dem Wetter. Ja. Super schön. Wie viel Grad haben wir es? 40? Ja, kommt schon hin. Also oben auf der Terrasse nicht zu empfehlen. Das war schon sehr, sehr heiß. Ja, Dario, denen geht's auch gut. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt noch folgt. Michaela haben wir jetzt noch auf der Fashion Week eingeladen mit Harald Glöckler. Und das werden sicherlich sehr, sehr interessante Momente sein, die noch kommen werden. Wie gesagt, vom No Name zum erfolgreichen Künstler. Freut euch drauf, wie man wirklich es ohne Geld, ohne Kontakte schafft. Weil nur wenn du dran glaubst, dann kannst du es auch schaffen. So ist es. So ist es. Peace. Aber glaube ich nicht so viel erzählen, man lässt einfach nur laufen, ja. Weil Bilder sagen ja mehr als was als 1000 Worte. Ja, das wäre so das, was glaube ich am besten ankommt. Ja, da muss ich halt auch einen Tag haben, wo ich viele verschiedene Sachen habe. Ne? Ja, ja. Ich stecke dann zu langweilig. Ne? Genau. Wäre halt ganz geil für personal branding für dich. Weil gerade wenn das so auf einem Kanal wie Oscar Kahn veröffentlicht wird, hast du schon ordentlich Reichweite. Mhm. Ja. Ja, die Jungs waren auch super. Ja, also ich habe mich gleich mit Semi ganz gut auch unterhalten, verstanden. Ne, also ich habe ihn ja durch so einen komischen Support bei Facebook kennengelernt. Okay. Das war halt so völlig stupide einfach angeschrieben. Und als ich gesagt habe, ja hier, ich möchte mit Oscar und Harald Glückler was machen, da ist er ja sofort aufgeschmackt und gesagt, ah, okay, und links? Ja, geradeaus. Er hat gesagt, ja, ist ja super, an Kontakten bin ich immer interessiert, weil das ist ja das A und O. Und ja, mal schauen, was ich noch so ergibt. Aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht. Ein Tag mit Michaela Schäfer und so eine kleine Doku. Das wäre mal ganz geil. Ja, weil das machen die ja wirklich professionell mit Kameras und so. Mhm. Also wenn man das einfädeln könnte. Ja. Mhm. Vielleicht auch mal Mallorca, weißt du? Wenn du mal nach Malle fliegst, weiß ich nicht, wie oft du da bist. Ja, ich bin halt nicht beruflich da, ne? Da bin ich nicht privat in Mallorca. Ach so. Genau. Bist du privat. Mhm. Aber das wäre. Das, das müsste schon einen Zusammenhang geben. So. Genau, ja. Meine Termine stehen ja auch auf meiner Website. Also meine. Da könnt ihr auch einfach mal schauen. Ach, deine Termine stehen auf der Website? Ja, ja, klar. Damit meine Fans natürlich wissen, wo sie mich sehen können. Ach so, das meinst du? Ja, ja. Jetzt verstehe ich. Okay. Meine öffentlichen. Interessant wäre natürlich dann so hinter den Kulissen, dass man dann auch. Ja, der Weg vom. Abholort, zum Zielort und sowas halt. Ne? Dass man da irgendwie so einen Einblick hinter die Kulissen kriegt. Das sind natürlich ja meistens die Leute. Anstatt irgendwie so ein RTL 2-Report. Ja. Ja.